Jetzt habe ich es verstanden. Auch die Karre da oben, die gefällt mir nicht. Komm, fall schon runter. Ja, fällt nicht. Doch jetzt. Bin ich dann da oben? Ah, okay. Die da unten lebt. Ja, oh, alles klar. Oh Gott. Oh, leck. Ich habe irgendwie kaum was, wo ich mich mal wehren könnte, ne? Lebst du noch? Nee. Oh, hier. Verbandskasten benutzt. Sehr schön. Wie heißt der? Bobby. Bobby. Oh Gott, was steht dann hier? Ah, und ja, dann drücken, um gegen die Wand zu springen, einen Wandsprung auszuführen. Und erneut. Dann die Richtung. Okay, Moment. Mikrofon noch anders da. Ich gucke jetzt nicht mehr so, seitdem ich ein paar Mal abgenippelt bin, gucke ich jetzt nicht mehr so entspannt wie die ganze Zeit. Wandsprung, okay, Moment. Easy, aber ich gehe erstmal noch drunter gucken. Ja, kann ich mich was machen. Ein Blatt mit einer handgemalten Karte, auf der Weg zum Versteck angezeichnet ist. Darauf sind einige Straßen in Seattle sowie die Position des Verstecks markiert, aber das Ganze ist ziemlich unverständlich. Das ist cool. Und jetzt jumpen. Jump! Beim Landen, um abzuholen und Schaden... Was ist denn dieses LT? Was ist denn das für eine Taste? LT. Ich weiß nicht, was LT ist. Steht das so drauf? Ah, doch, die steht LT drauf. Okay, Moment, dann mache ich hier mal einen Mega-Jump. Und Jump! Yeah! Boah, das war cool. Gibst du denn irgendwas? Nee. Bück dich mal. Mann, bück dich! Das Fenster springen. Oh, dem geht's nicht gut. Musikbox. Shannon gave Lydia eine Musikbox. Shannon hat Lydia zu einem zum Geburtstag geschenkt. Waren sie hier? Ich muss sie finden. Kann ich noch was untersuchen? Eine abgeschlachtete Familie und weitere Graffiti. Unterzeichnet von das neue Gesetz. Das passiert mit jenen, die den Tod bestehlen. Oh, hier gibt's noch was. Oh, eine Musikbox. Was? Meiner Frau und Tochter? Das sieht jetzt sehr stabil aus. Oh, schon ein bisschen Glück hat. Mal hier, Funk oder was? Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Aus meinem Tagebuch? Ich
muss da an das Ding springen wahrscheinlich. Warum nicht funktioniert das jetzt auch? Jump! Yeah! Oh Gott. Er ist schon ziemlich fit, Kerlsche. Kommt schon ordentlich was ab. Ja, ich bin voll. Komme ich hier hoch? Ah, wahrscheinlich über... Was ist denn hier los? Ich habe den 38er gefunden. Ey, cool! Ich darf keine Kugeln mehr vergeuden. Wie jetzt? Okay, Sean, we shot at anything and everything. Well, the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. Key resides in being quick, like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Cool, kann ich hier ein bisschen üben. Zum Nachladen, L. Das ist wahrscheinlich diese Taste dann hier, denke ich mal, ne? What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Oh, jeder einzelne Schuss. You have to show me your aim. Try to shoot that can over there. Cool. Easy. Schieß auf die Dose. Wie zielt man hier? Welche Dose? Die da? Oh, der wackelt ja wie Sau. Oleg. Hey, you see that crow? Pluck it before it flies off. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Jawohl. Take the shot, baby. Let's do right by the poor soul. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Immer auf den Kopf. Okay. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Der ist tot. Okay, also werde ich wahrscheinlich hier nicht großartig Munition verschwenden dürfen. Scheiß 12 Schuss. Habe ich die Waffe jetzt überhaupt? Ja. Die Axt packt automatisch. Ach so, okay. Was ist eigentlich Steuerkreuz? Das ist irgendwie für gar nichts. Okay. Ja, pull mal ein bisschen im Dreck. Was haben wir denn hier? Kugeln. Noch 6 Kugeln gefunden. Sehr schön. Komm, da gibt es noch Kugeln. Schieß auf das Schloss. Tank wollte ich gerade sagen. Muss bestimmt auf das Schloss schießen. Das ist aber... Ach, na? Nein! Schön. So, nachladen. Wo hat das hier, ne? Schönes Ding. Endlich mal eine Knifte, ey. Muss schon ein bisschen üben mit dem Ding eigentlich. War ein bisschen wenig, was man da üben konnte. Oh, die Ausdauer geht weg. Folgen einen weißen Wenn im Zentrum von Seattle. Wir wollen den Feind zur Aufgabe bezwingen. Wiederhole, verfolgen weißen Wenn. Charlie One. Ey, der Weiße. Genau, das ist doch unser Kollege hier, die Abgausen. Vom Anfang. Sehr schön. Das ist mit dem Nachladen, ist geil. Aber die haben gar keine Munition dabei. Oh! Das
wie ich mal mit dem deutschen Schädel schon innen geschlagen. Hier sieht's da aus, jetzt gibt's doch bestimmt Munition, oder? Hier, guck mal, hier gibt's Munition. Verbandskasten. Nein! Muss hier raus, Moment. Nein, ich hab's schon wieder verdrückt. Oh, leck. Han ich aber Munition verschwendet. Mann, Mann, Mann. Die kommt mit dem Steuerkreuz. Das ist ja wohl. Gut, ich habe jetzt Verbandskasten genutzt. Das ist hier jetzt in Ordnung. Was war da hier? Warum ging das da nicht? Kann ich das irgendwie wegziehen oder so? Ja, das ist ja super. Hab ich jetzt irgendwie was verpasst oder was? Bücken. Oh. Das Feuer versperrt mir den Weg. Der Gestank ist furchtbar, wenn ich es doch nur irgendwie löschen könnte. Ach, das springt ja einem förmlich ins Auge. Komm, die hat Munition. Der Ausweis eines Fremden, sein Name lautet O. Elwood Tool. Thule. Na, was geht? Der Wasserturm sieht wackelig aus. Ich könnte ihn zum Einsturz bringen. Hä? Gehren oder was? Genau. Verschwendung von kostbarem Trinkwasser, aber ich muss meine Freunde finden, meine Familie. Das Feuer müsste jetzt erloschen sein. Gehen wir mal das Ganze mal draußen checken. Was war hier? Kann ich bestimmt die Tür wieder zumachen, ne? Und hier stehen die Kollegas wieder. Parat. So, wenn ich über die springe und dann kann ich direkt da hochkrabbeln, denke ich mal. Oh, die Sau da hat das Zeug auf mich geschmissen. Und direkt weiter. Die wollen mich da draus verspeisen, und ich hab Bock drauf, kann ich doch. Nee, nicht nett. Ich irgendwie gar kein Secret oder so mehr gefunden, irgendwas. Aber hier gibt's nochmal was. Ein Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden vor dem andauernden Drohungen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Oh Gott. Ah! Ich erschrecke mich da jedes Mal. Ey, ich habe das aber echt nicht gesehen. So. Und als höher. So ist das gut. Aber langsam habe ich es ein bisschen drauf, was dieser B-Knopf dann... für die Axt. Warum bekomme ich schon noch was Effektiveres wie nur die Axt? Oder nur diese Pistole?
Wie jetzt? Ja, da passiert nichts. Hier fall ich runter, ja. I kill you? Was ist wie? Hä? Jo, das ist dauerbar. Ist da hinten noch irgendwas? Ah, muss man doch immer mal gucken. Was haben wir? Jawoll! 6 Patronen. Ne, Kugeln sind das, ne? Ja, ich glaube Kugeln. It seems that those planks scheint versperren diese Bretter den Weg aufs Dach. Ich glaube, diese Schatten können mir helfen. Etwas dickeren. Da kam.